Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Ihr habt es am Titel schon gesehen. Heute versuche ich, Radahn als allerersten Boss zu besiegen. Das heißt, mit einem Talisman-Slot, wenig Leveln, aber dafür den perfekten Equip. Dafür habe ich mir einen kleinen Plan gemacht. Ich werde auf jeden Fall das Ganze mit einem Magier versuchen und ich werde versuchen, natürlich das Ganze unter einer Stunde zu machen. Bisschen angehaucht an dem Margit-Video, was ich letztens gemacht habe. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann hier oben mal den Link abchecken. Hab Margit komplett OP besiegt. Und das Ganze innerhalb von einer Stunde. Und jetzt versuche ich dasselbe mit Radahn. Ich habe ein paar Vorteile, was Radahn angeht, und ein paar Nachteile, werde ich alles in dem Video nach und nach erklären. Ich würde sagen, jetzt erstmal ein kleiner Gameplan für euch, damit ihr wisst, was ich alles holen muss. Also, als allererstes gehe ich komplett die Halbinsel der Tränen entlang. Ich muss das Dektus-Medaillon holen, das heißt Festung Faroth und auch Kenneth Heights Festung einmal besuchen. Ich brauche natürlich den großen Drachen für die ganzen Level. Ich brauche den Nachtkometen. Ich brauche den Stab des Verlusts. Ich brauche den Meteoritenstab. Den Götzentalisman und ich glaube, das war es sogar schon. Sollte alles unter einer Stunde machbar sein. Ich brauche insgesamt 36 Intelligenz für den Nachtkometen. Den Rest werde ich komplett in Geist packen. Das heißt, ich werde bei Radahn immer One-Hit sein. Hier gibt es auch Kukris, ne? Perfekt, 4 Stück. Das passt. Weil es in Lyunia gibt es Ballons, da gibt jeder Ballon 2000, da werde ich 6 Stück von besiegen. Und ich würde sagen, jetzt klappern wir einmal die ganzen Items ab. Ich zeige euch auch, wo es die gibt, falls ihr das nachmachen wollt. Direkt ein Disclaimer am Anfang: Zum Nachmachen ist das eigentlich nicht so brauchbar, weil normalerweise macht man Radahn nicht als allerersten Boss. Aber wer das mal nachmachen möchte, ich werde euch die ganzen Fundorte und so zeigen. Und ich denke mal, den Anfang können wir komplett skippen. Das kennt ihr ja. Flegel holen. Halbinsel der Tränen abklappern. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Meteoritenstab. Erste Hälfte, Dektus-Medaillon im Sack. Und die zweite Hälfte auch im Sack. Jetzt schnell das Radagon-Siegel holen. Die Rune. Und dann ab aufs Altus-Plateau. Ich bin bei der Akademie angekommen. Und hier werde ich gleich durchgehen, um zum Aufzug zu kommen. Ich nehme hier noch schnell die Runen mit, das lohnt sich immer. Und dann seht ihr auch, welche Ballons ich eben meinte. Da gibt nämlich jeder Ballon eine 6er-Rune. Eine 6er. Oh, habe ich hier ganz vergessen. Hilfe. Ich hätte gerne die Sachen noch eingesammelt. Hallo. Und jede 6er-Rune gibt halt 2000 Runen. Die nehme ich auch alle mit, weil später zählt echt jedes Level auf Geist. Ich hole mir jetzt eben den Key, den Schlüssel, um in die Akademie reinzukommen. Dann biegen wir direkt rechts ab zum Aufzug. Und auf dem Altusplateau hole ich mir noch die 4 Saaten. Radahn sollte dann schon, also das Festival sollte dann schon begonnen haben. Dann werde ich schnell den Drachen besiegen. Falsch, dann werde ich mir erstmal die beiden Stäbe und den Zauber holen. Und dann werde ich den Drachen besiegen. Und dann sind wir schon bei Radahn. Aufnahmezeit knapp unter einer halben Stunde. Liegen also perfekt in der Zeit noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich den ersten Stab einsammle. Obwohl, ich kann euch noch gerade zeigen, welche Ballons ich meinte. Die sind nämlich hier vorne. Ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen zu wissen, dass es hier Ballons gibt, die man ganz easy abfarmen kann und die jeweils 2000 geben. Da sind sie. Ist ein kleiner Umweg, aber für 12.000 Runen lohnt sich das auf jeden Fall. Hier mal eben 2 Minuten die Dinger abzuschießen.
Und dann sehen wir uns beim Meteoritenstab. Ich glaube, den hole ich als erstes. So, altes Plateau erreicht. Kleiner Funfact, wenn ihr durch den Aufzug kommt, greifen euch diese zwei Statuen nicht an. Das wusste ich auch nicht. Wenn ihr die Abkürzung durch Volcano Manor nehmt, beziehungsweise durch Raya Lucaria, dann greifen die euch an. Ich hole mir jetzt da vorne noch die Saat. Ich denke, der Umweg lohnt sich. Ich brauche später so viel FP-Flasks wie möglich, um den Nachtkometen komplett zu spammen, weil ich noch gar keine Ahnung habe, wie viel Schaden der machen wird. Also jetzt sind wir auf dem Altsplateau. Jetzt sollte das Radan-Festival gestartet sein. Und jetzt kann ich. Oha. Da lang. Und jetzt kann ich. Hole ich mal die Saaten hier, weil hier vorne gibt es nochmal vier Stück. Und dann gehe ich nach Caelid, hole mir die beiden Stäbe. Stab des Verlusts nach Komet und Meteoritenstab. Kill den Drachen und sind wir schon durch. Also, man muss gar nicht so viel holen hier, dieses Mal. Im Gegensatz zum letzten. Im Gegensatz zum letzten Durchlauf, wo ich Margit besiegt habe. Ich bin gespannt, wie hart Radahn wird. Weil als erster Boss. Also, der wird mich komplett one-hitten. Ich muss also die ganze Zeit, der Plan wird sein, die ganze Zeit auf dem Pferd wegzulaufen und in den Nachtkometen rein zu spammen. Bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ach, die habe ich ja ganz vergessen. Stimmt. Die bringt uns jetzt einmal kurz zur Tafelrunde. Will ich das denn? Okay, ich konnte es nicht verhindern. Mache ich das ganz schnell? Ich bin schon in Caelid. Ich gehe jetzt direkt in den Sumpf. Und hole die beiden Stäbe. Nachtkometen. In der Stadt von Celia. Oder Zauberer. Celia Stadt. Ihr wisst schon, die Stadt. Der Zauberer. Könnte es ein bisschen haarig werden, tatsächlich. Weil die mich bestimmt one-hitten mit jedem Zauber. Ah, wird schwierig. Aber gucken wir mal. Jetzt geht's erstmal zum Meteoritenstab. Das ist auch ohne Karte relativ easy. Von der Gnade hier einfach Richtung Sumpf. Und dann schön weit links außen am Sumpf halten. Und dann kommt ihr direkt in die Ruine hier vorne. Und hier ist der Meteoritenstab. Ja, es ist relativ easy. Also wirklich nicht schwierig. Wenn man jetzt hier weiter links außen entlang geht, dann kommen wir auch direkt in die Celia-Zauberstadt. Also alles sehr gut vernetzt hier. Man muss nur aufpassen, man darf nicht zu weit im Sumpf reingehen. Dann kommt nämlich eine PvP-Invasion. Und die ist jetzt nicht so schlimm. Man stirbt halt, aber kostet halt Zeit. Und die will ich natürlich sparen. So, hier oben Celia Town. Kann ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wo es den Stab des Verlusts gibt. Stab des Verlusts holen wir natürlich für den 30% Boost auf den Nachtkometen. Das lohnt sich extrem. Gucken, was das hier für ein Item ist. Gucken, ob wir das brauchen können. Ein Runenbogen. Nicht wirklich, aber haben ist besser als brauchen. So, hier ist die Stadt. Das brauchen wir. Und jetzt direkt erstmal Stab des Verlusts, weil da weiß ich, wo der ist. Ich weiß auch, wo der Nachtkomet ist, aber ich weiß nicht, welche Glocke ich zünden muss, um das Siegel zu öffnen. Deswegen werde ich wahrscheinlich alle Glocken einfach öffnen. Ist ein bisschen doof. Aber da bin ich nicht gut genug vorbereitet, leider. So, hier ist auf dem Balkon der Stab. Den nehmen wir mit. Dann geht's am besten hier hoch. Und dann mache ich mal eben alle Fackeln an und dann sehen wir uns wieder, wenn ich den Nachtkometen einsammle, würde ich sagen. Oh. Nachtkomet, ich habe direkt die richtige Glocke erwischt. Das ist die Glocke hier außen. Ich hab sie. Sehr gut. Nachtkometen im Saat, Stab im Saat, Meteoritenstab im Sack. Und jetzt kann ich eigentlich den Drachen besiegen. Das ging schnell. Okay, Drachen besiegen. Goldtierfuß habe ich schon. Ich muss kurz ein Level machen. Wie viel? Ich habe sogar ein paar Runen. Weiß gar nicht woher. Stufenaufstieg 1 auf Geschick, damit ich den Flegel nutzen kann.
Federtierfuß auf schnell. So. Drachen besiegen, hab ich auch noch vergessen. Nee, und dann. Ey, da sind wir. Ah, den Götzentalisman. Ich muss doch einmal Raya Lucaria rein. Genau, den Talisman brauche ich noch. Stimmt, stimmt, stimmt. Den hole ich noch. Ich kill eben den Boss, den Drachen hier und dann machen wir den. Ihr wisst schon. So, Drache besiegt. Hier schon mal equippen. Schlausverlust rein. Meteoritenstab. Oh, 18 weiter, das ist kein Problem. Wieso nehme ich übrigens den Meteoritenstab? Der hat ein Scaling of S auf Intelligenz. Und das will ich. So. Jetzt. Lass mich hier kurz überlegen. Wir müssen auch nach Raya Lucaria, aber vorher können wir schon mal leveln. Das mache ich schon mal. 36 Intelligenz für den Nachtkometen. Und ich kann die ganzen Flaschen mal eben machen. Ich habe so viele Saaten eingesammelt, Leute. Plus 6 schon. Komplett auf FP. Weil der wird mich sowieso one-hitten. Stufenaufstieg. 36 Weisheit. Und den Rest in Geist. Jetzt mal die ganzen Runen zünden. Und dann nochmal vielleicht Palette. So, das ist alles. Ich hoffe, das reicht. Den Nachtkometen ausrüsten. Der 38 Weisheit brauche ich. Habe nicht aufgepasst. Ich habe mir überlegt, ich hole mir von dem Mage hier noch seine Rüstung. Auf Range müsste ich eigentlich stärker sein als der. Sehr schön. Und damit habe ich die zwei fehlenden Intelligenz weggemacht und habe eine bessere Rüstung. Die setzen wir ein. Sehr schön. Und damit können wir Nachtkometen machen. Damit können wir Radan besiegen, hoffe ich. Wir sind genau bei einer Stunde. Ich überziehe gerade sogar schon ein bisschen. Ich habe es nicht ganz geschafft in einer Stunde. Aber ganz knapp. Jetzt geht es nur noch darum, Radan zu besiegen. So, da sind wir. Ich werfe mir noch eben was in die Arznei. Und dann heißt es, gut spielen. Nochmal zur Feststellung, ich bin Level 38. Ich habe noch keinen Boss besiegt, gar nichts. Und Radan ist wirklich der erste. Nix gelevelt, ich habe nur den Nachtkometen und die beiden Stäbe. 10 FP-Flasks plus 6. Und die Battle Mage Rüstung. Die gibt nochmal 2 Decks und 2 Intelligenz. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich vielleicht die Rüstung vorher holen. Bevor ich den Drachen besiege, weil dann hätte ich mir auch den einen Level auf Dex sparen können. Und hätte nochmal einen mehr auf Geist, aber das ist jetzt auch nicht so krass. Ich habe den Götzen-Talisman. Ja, schauen wir mal, wie viel Schaden ich mache. S-Scale of Weisheit. Bin gespannt. Drück die Daumen.
Ich werde natürlich die ganzen NPCs holen, die werden natürlich gut helfen und ablenken. Nichtsdestotrotz, trotz Blight ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Ein Pfeil killt mich, ne? Das wisst ihr. Ein Pfeil von dem und ich bin tot. So. Das ist dies ganz fies. Ich habe nichts zu heilen außer die Arznei. Hab dich getroffen. Hab dich nochmal getroffen. So, jetzt habe ich gar nichts mehr, ne? Ich bin literally 1 KP. Interessant wird es jetzt, wie viel macht der Nachtkomet? Ich kann schön vom Pferd aus. Oh Junge, der Schaden lässt sich, kann sich aber sehen lassen. Wenn ich treffe. Ich muss noch ein bisschen näher ran. Try 1. Ich sage es euch, Leute, das ist machbar. Ich mache übel Schaden. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wusste, dass der Schaden gut sein wird, aber so gut? Ich habe gedacht, ich brauche viel mehr FP. Aber das ist ja super. So. Ich warte auf meine Kollegen, dann geht's ran. Try 2. Er muss abgelenkt sein. Okay. So, dritter Versuch. Junge, Junge, Junge. Ich muss noch vorsichtiger sein. Junge, den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Okay, Halbzeit. So, my friend. Nee, du lass mal.
nö. Das ist natürlich eine gemeine Attacke für mich. So, Phase 2. Sollen wir mal wieder ein paar Kollegen holen? Jetzt ganz genau überlegen. Die Kollegen sind da, ich muss die ganz sicheren Attacken machen. Die Attacke darf ich auf gar keinen Fall treffen, da ist mein Pferd nämlich tot. Er darf gar nicht auf die Idee kommen, mich anzugreifen. So, seine Meteoriten sind auch weg. Das ist gut für mich. So, da habe ich kurz Schiss bekommen. Oh, 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 oh. Und da haben wir, glaube ich. Radan als allerersten Boss besiegt. Unglaublich. So, jetzt will ich sofort wissen, Spielzeit. 1 Stunde 10. Okay, ich habe aber auch 5 Tries gebraucht. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like auf dem Video, lasst gerne ein Follow da. Ich versuche sowas in nächster Zeit öfter zu machen. Würde mich extrem interessieren, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ein paar Verbesserungsvorschläge. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Übrigens, checkt noch das Video vom letzten Mal aus, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. OP vor Margit innerhalb von 1 Stunde. Auch nochmal sehr interessant gewesen. Haut rein, Leute.